Moin Leute und herzlich willkommen zu einer ganz, ganz besonderen Episode des Crewcasts. Wir sind die Crew und heute wird gechillt. Ja, moin. Julian, was meinst du? Kann man dich hören gerade? Ja, ich glaube schon. Also deswegen sage ich ja ganz besondere Episode, denn wir haben wieder ganz besondere Probleme mitgebracht. Nee, Leute, ihr müsst euch das so vorstellen, das ist jetzt mal ein ganz anderer Einstieg in den Crewcast. Ja. Wir haben gerade eine Crewcast-Episode aufgenommen und im Schnitt ist mir dann aufgefallen, dass, die ersten 5 Minuten Audio von Julian fehlen. Mhm. War auch ganz lustig, weil mir ist es auch bei der Aufnahme aufgefallen und dann gab es so einen lustigen Moment, wo ich dann nach dem Recorder gegriffen habe, um zu gucken, ob alles in Ordnung ist. Und in dem Moment ist Julians Audio wieder angesprungen und dann sagen wir noch so, Alter, toll, so, ja, alles gut. Das muss eine Art Wackelkontakt gewesen sein. Ich kann es mir nicht erklären. Irgendwo in unserem Equipment ist der... Digga, wir müssen mal alle XLR-Kabel austauschen, die hier irgendwie in diesem irgendwo Studio sind. Irgendwo ist da der Wurm drin. Ja. Auf jeden Fall sagt Felix dann auch so, ich glaube, was sagst du? Irgendwie so. Also, alles in Ordnung. Uff. Ja. Zum Glück, ich dachte gerade, dein Audio ist ciao, aber zum Glück ist alles in Ordnung. Ja, genau. Dabei war es tatsächlich ciao. Naja, aber ihr habt nicht so viel verpasst. Julian hat seinen Kühlschrank ausgeräumt, um einmal kurz zu demonstrieren. Ja. Das fand ich eigentlich ganz lustig, aber wir versuchen das jetzt nicht normal zu machen. Nee. Weil was ist wacker, als zweimal das Gleiche irgendwie hier vorzutragen? Ja. Wir wollen ja schön authentisch durchflowen. Genau. Aber was wolltest du demonstrieren? Vielleicht, die Leute haben jetzt den Kontext gar nicht. Achso, ja, ich habe meinen Kühlschrank ausgeräumt, weil wir starten ab morgen von der Aufnahme, ab dem 1. November, mit unserem veganen Monat. Und da habe ich quasi so im Crewcast meinen Kühlschrank ausgeräumt, so im Tanzverbots-Style. Ja, um mal zu gucken, was da noch raus Richtig, muss und was nicht. Genau, ja. Also ich meine, der Tee ist jetzt schon leer, weil wir das ja jetzt im Nachhinein nochmal aufnehmen. Da war aber auch Milch drin. Also genau, das haben jetzt im Kühlschrank war noch hauptsächlich so Aufschnitt, kann man ja sagen. Aufschnitt, Philadelphia und es muss heute alles weggespachtelt werden. Ja. Aber viel mehr war das auch nicht. Genau, deswegen würde ich sagen, viel Spaß, Leute, mit der restlichen Episode Crewcast. Gönnt euch die lustige Szene, wo wir denken, dass alles in Ordnung ist, aber in Wahrheit war gar nichts in Ordnung. Ja. Ja, viel Spaß. Wie war es mal wieder richtig zu Daily Vloggen? 10 von 10 Punkte, ich würde es sofort wieder machen. Ja, geht mir genauso. Das war eine Reise, wo ich jetzt danach 0 Regrets habe. Also aus irgendeinem Grund muss ich jetzt gerade mal sagen, sag mal nochmal was. Ja, aus irgendeinem Grund sage ich jetzt nochmal. Ich würde die Reise nochmal angehen. Okay, dann habe ich es vielleicht gerade falsch gesehen. Ich hatte gerade kurz Angst, dass dein Pegel komplett schau ist. Nee. Ja, okay, alles gut. Hoffentlich nicht. Beim letzten Crewcast in Taiwan, den wir aufgenommen haben, gab es auch richtige Audio-Struggle, habt ihr gar nicht so mitbekommen. Oh. Hat Felix stundenlang dran gesessen, die noch irgendwie zu retten. Ja, ich meine, wir haben vielleicht mitbekommen, dass das Audio nicht optimal war, aber wir hatten so ein nerviges Fiepen drin. Ja. Aber ich muss sagen, ich habe dann auch mal eine neue Software ausprobiert, weil ich davor immer Audio-Nachbearbeitung fast ausschließlich mit Audacity gemacht habe oder Audacity. 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 Und dann habe ich mal Adobe Audition ausprobiert und da gibt es ein richtig geiles Tool, mit dem man so spektralmäßig sich sein Audio anzeigen lassen kann, Fiepfrequenzen zu isolieren. Oder so einzelne Bereiche richtig auswählen kannst. Ja, als ich das gefunden habe, da habe ich mir gedacht, okay, Audio ist gerettet. Ich meine, ihr habt es ja selber gehört, im Endeffekt war es trotzdem nicht das beste Audio, was wir jemals hatten. Aber glaubt mir, es war viel besser als die Rohaufnahme. Ja, das kann ich bezeugen. Also drücken wir die Daumen, dass wir heute hier wieder entlastenderes Audio am Start haben. Ja. Aber ich muss eine Sache sagen, ich fand die Rückreise super entspannt. Weil ich hasse eigentlich hasse ich Langstreckenflüge. Mhm. Ich finde das, wenn du da so auf diesem engen Platz hockst, kannst dich kaum bewegen, sitzt so lange da auf einem Fleck, so richtig schlafen geht im Sitzen, bei mir zumindest auch nicht. Und das finde ich immer super anstrengend und somit fand ich auch den Hinflug sehr anstrengend. Aber der Rückflug, Leute, der war echt entspannt. Das Flugzeug war nur halb voll. Ich hatte einfach 3 fucking Plätze, wo ich mich so quer drauflegen konnte. Und wir sind so über die Nacht geflogen, dass du morgens hier angekommen bist und hattest gar kein Jetlag-Gefühl. Ja. Wir haben uns gefreut, die Ökobilanz dementsprechend weniger. So ein Riesenflugzeug, das halb leer ist, ist immer suboptimal. Aber gut, was willst du machen? Die müssen ja halt auch hin und her geflogen werden, damit die tagsüber ihre Routen... Also du kannst ja nicht immer nur von A nach B fliegen, ohne auch von B nach A zu fliegen. Und deswegen... gibt es halt diese Verbindungen immer nachts, die dann nicht so beliebt sind. Ja, und es ist halt auch so, wenn halt schon, da sind ja trotzdem 300 Leute mitgeflogen. Und wenn die schon alle ein Ticket haben, kann man ja auch schlecht sagen, so, yo,
dann ein kleineres Flugzeug nehmen. Ah, nee. Ein kleineres Flugzeug packt die Strecke halt nicht, ne? Das ist ja super lang. Das muss ja schon so ein Langstreckenflieger sein. Weiß ich gerade ehrlich gesagt gar nicht so genau. Würde ich nicht. Also ich will jetzt nicht widersprechen, weil ich es einfach nicht weiß, aber ich meine, Gefühl du sagt so mir, dass es nicht unbedingt so sein muss. Ich meine, dass es mittlerweile sogar eine Menge Flugzeuge gibt, die kleiner sind, die Langstrecke fliegen können, so über 10 Stunden, wo dann nur 300 Leute halt reingehen. Aber I don't know. Don't quote me on this. Du wolltest nicht widersprechen, aber eigentlich wolltest du schon widersprechen. Doch. Ich wollte nicht. Nein, ich wollte einfach nur Dein Bedenken zu genau, ich wollte dazu steuern. Ich wollte auch mal meinen Satz dazu abgeben. Du wolltest einfach auch mal was dazu sagen. Ich wollte die Möglichkeit aufdecken, dass es vielleicht nicht die perfekte dargestellte Wahrheit ist, ohne gleichzeitig zu behaupten, dass ich wüsste, was die Wahrheit ist. So, das hat es ganz gut zusammengefasst. Okay, sehr gut. Ja, damit bin ich auch zufrieden. Auf jeden Fall war das sehr entspannt. Man ist hier sehr gut wieder angekommen. Und was das Einzige, was an dieser Rückreise nicht entspannt war, war der Stau auf der Autobahn dann hier. Ja, moin. Aber ansonsten war das echt richtig lustig. Ja, und dann haben wir auch direkt wieder durchgestartet. Ihr müsst euch so vorstellen, wir sind Montag nach Hause gekommen, früh, so um 7 Uhr morgens ist der Flieger gelandet. Und wir sind dann direkt zurück zum Studio gefahren von Frankfurt aus, was ja auch nochmal irgendwie 3 Stunden sind. Und dann, haben wir kurz eine Powernap, glaube ich, eingelegt, alle zusammen. Und abends war dann... Ich hab direkt durchgehustelt. Echt? Ja. Okay, viel Spaß. Ja, war super. Ja gut, dann hattest du halt die Energy am Abend nicht so, ne? Ja, ich war sowieso sehr, sehr müde ab so 19 Uhr. Mhm. Und da ging es gar nicht mehr. Ich bin tatsächlich an dem Abend um 8:30 schlafen gegangen und um 7 Uhr aufgestanden. Und dann, als ich morgens aufgestanden bin, dachte ich mir so, ja, Mann, Jackpot, ich habe den Jetlag besiegt. Aber wenn du um 7 Uhr morgens deutscher Zeit aufwachst, ist halt perfekt. Ja, optimal. Das ist optimal gewesen. Ja, aber dadurch habe ich leider eine Sache, auf die ich mich eigentlich auch gefreut hätte, verpasst. Mhm. Ich glaube, im Nachhinein war es ganz gut, weil es meiner Gesundheit echt gut getan hat, aber du hast ja noch durchgeraved an dem Abend. Digga, es war so notwendig und so richtig. So ich glaube tatsächlich... Es tut mir leid, es so zu sagen, aber ich glaube, dass es auch für dich noch geiler gewesen wäre, nach dem Ankommen zu schlafen und dann noch mitzukommen, weil das war schon echt richtig sick. Es war wirklich eines der geilsten Konzerte, auf denen ich jemals war. Wir waren in Köln bei Fabian Römer, weiß nicht, ob ihr den kennt. Solltet ihr auf jeden Fall, falls ihr noch nie was von dem gehört habt, Shoutout geht raus. Gönne ich dir mal bei Apple Music, Spotify, wie auch immer. Der ist gerade mit seinem neuen Album auf Tour und es war wirklich ein sehr, sehr geiler Auftritt. Also es war einfach komplett, die Band, die er dabei hatte, hatte richtig viel drauf. Es war höchst musikalisch, er hat richtig durchperformt irgendwie. 2 Stunden straight, ohne irgendwann mal Luft holen zu müssen. Er hat sehr viele neue Sachen gespielt, die super gut auf der Bühne funktioniert haben, wo die es sehr, sehr gut geschafft haben, auch mit den Instrumenten und so weiter die Beats nachzubauen. Und er hat tatsächlich auch wieder eine Menge alte Sachen gespielt, was ich dann sehr, sehr geil fand, weil bei Fabian Römer ist halt die Sache die, dass sein Musikstil sich über die Jahre ein bisschen geändert hat und er jetzt weniger, also früher war es eher schon auch, sag ich mal, aggressiverer Rap manchmal, jetzt nicht so Agro-Rap, aber halt schon in die Fresse und mit Beats und Punchlines und so weiter und so fort. Und mittlerweile ist es eher ruhiger, philosophischer, nachdenklicher in vielerlei Hinsicht. Die BPMs sind gesunken. Ja, von seiner Sprache auf jeden Fall. Also früher war Double Time gern mal am Start, mittlerweile eher nicht so. Und dann ist es halt geil, auf so einem Konzert, wo super viele Fans sind, die alten Sachen kennen, einfach mal nochmal ein paar alte Tracks rauszuholen und da so richtig durchzufeuern. Und das hat extrem gut funktioniert. Sag mal, was macht denn da noch Töne? Tja. Naja, egal. Das muss mein Rechner gewesen sein, auch wenn wir ihn eigentlich gerade gemutet haben. Ja, ich habe den Lautsprecher ausgemacht. Vielleicht nimmt er jetzt den internen. Rebell. Also was? Du willst mich muten? Ohne mich. Nee, aber ich muss einfach sagen, ganz ehrlich, es war ein richtig krasses Konzert. Es hat richtig Laune gemacht. Es hatte eine richtig geile Spannungskurve im Konzert selbst. So, die Crowd war richtig motiviert. Niemand, der sich abgefuckt hat, aber auch niemand, der sich zu schade war, irgendwie auch mal mitzuhüpfen und mitzusingen und mitzurappen.
Und ja, war geil. War wirklich, wirklich freut ein fantastisches Erlebnis. Ja, freut mich. Also wenn ihr irgendwie die Chance habt, ich weiß nicht, wann, nee, ich glaub, wann die Tour ist, glaube ich, zu Ende. Ja. Aber ja, falls ihr aber die Chance habt, den mal live zu sehen, gönnt euch und gönnt euch auch auf Spotify und so. Genau, also falls die Tour schon vorbei ist, gönnt euch Fabian Römer das neueste Album Lebenslauf einfach auf Spotify. Ist wirklich sehr, sehr empfehlenswert. Genau. Ja, kann man nicht anders sagen. Wir sollen ja auch ab und zu mal ein paar Empfehlungen raushauen, wenn wir etwas wirklich feiern. Ja. Ja. Genau, ist an dieser Stelle mal rausgegangen. Ja, ist einfach mal raus. Weißt du, haben wir eigentlich diese eine Story erzählt? Nee, haben wir im letzten Crewcast nicht, ne? Und zwar diese andere Story. Erzähl diese mal. Ganz andere Story. Jetzt bin ich gespannt, was das für eine Story wird. Ist nicht so krass, aber doch, ist schon krass. Ich wollte nämlich nur eine Sache erzählen, weil mich hat das richtig begeistert. Ich weiß gar nicht, ob ich diese Begeisterung auch rüberbringen kann. Okay. Aber auf dem Weg nach Taiwan, auf der Strecke, haben wir random auf der Autobahn, so wirklich null abgesprochen, einfach Colin getroffen, der ja im vorletzten Crewcast hier dabei war. Den kennt ihr ja auch alle, den Mr. Verpackungstechnik. Und wir haben den einfach wirklich ungelogen auf der Autobahn in seinem Auto gesehen, als wir zum Flughafen gefahren sind. Ja, und so vollkommen random halt, so schon über eine Stunde entfernt von wo wir wohnen. Ja. So einfach komplett unabgesprochen. Ja. Ich finde es immer so lustig, wenn es passiert. Dass sowas so passiert, finde ich ultra selten. Super selten. Ja, ja. Ich kann mich bisher nur an 3 Mal erinnern, wo mir das in meinem Leben passiert ist insgesamt. Ja, also dass man einfach irgendjemanden, den man kennt, so auf der Autobahn trifft. Und dann nicht mal in die Richtung nach Hause. Ja. Sondern so einfach in die Richtung Frankfurt. So random musste er auch in die Richtung. Und dann habe ich ihn, da habe ich das Auto so erkannt, dachte mir, das könnte Colin sein. Fährt so langsam an ihm vorbei, guckt ins Fenster. Ah, fuck, das ist echt Colin, what the fuck. Und dann haben wir so telefoniert und dann nebeneinander hergefahren und so telefoniert. Das war richtig lustig. Wollte ich einfach nochmal mit euch sharen. Ich weiß, für euch ist es jetzt nicht so lustig, aber für mich war es sehr lustig. Das war echt krass. Ja. Wir haben mal Tutopolis TV auf der Autobahn getroffen, ne? Ja. Aber gut, der hat auch dick auf seinem Auto Tutopolis TV stehen. Ja, so ein Riesensticker macht es dann natürlich ein bisschen auffälliger. Macht's einfacher, ja. Genau. Wenn man so einen Skoda Fabia entdeckt, und dann, weil der in der richtigen Farbe ist und das dann spottet, ist schon was anderes. Ja. Ich würde sagen, das war es so grob mit was ging die Woche. Mhm. Worüber wir jetzt noch quatschen müssen, mal ganz kurz, ist, was geht denn nächste Woche? Und was geht überhaupt in den nächsten Wochen? Genau, das wird spannend. Denn wir haben eine kleine Ankündigung zu machen. Wir haben uns sehr, sehr viel hingesetzt. Wir haben uns sehr viele Gedanken darüber gemacht, wie wir die nächsten Monate angehen wollen. Weil ihr müsst euch das so vorstellen. Wir haben in den letzten 2-3 Jahren eigentlich quasi, oder ich habe zumindest in den letzten 3 Jahren und Julian dann in den letzten 1,5 Jahren auch, im Dezember und gegen Ende des Jahres immer eigentlich dieselbe Strategie gefahren. Wir haben immer gesagt, yo, wir machen Vlogmas auf dem Crew-Kanal oder damals der Rumpelkiste. Das heißt, jeden Tag kommt ein Video und seitdem wir den Crewcast machen, kam natürlich dann auch in der Weihnachtszeit immer jede Woche ein Crewcast. Und das wollen wir auf jeden Fall machen. Und parallel versuchen wir irgendwie noch unsere Technikkanäle am Laufen zu haben. Mhm. Das Ding ist aber folgendes. Wir haben in den letzten Jahren festgestellt, dass es sehr anstrengend bis unmöglich ist, das eigentlich so zu machen, wie man sich das vorstellt. Und die ungewollte Konsequenz daraus, Vlogmas zu machen, die wöchentlichen Crewcasts in der Adventszeit und so weiter und so fort, die direkte Konsequenz daraus ist, dass man quasi gar keine bis sehr wenige Tech-Videos eigentlich nur noch machen kann. Und wenn man welche macht, dass es dann auch nicht die fetten Reviews sind oder so, die um die Ecke kommen, sondern mal ein Unboxing oder irgendeinen Vergleich oder irgendwie sowas. Und das hat mich letztes Jahr sehr frustriert. Das hat mich auch im Jahr davor schon ein bisschen genervt. Und deswegen haben wir uns mal ein bisschen zusammengesetzt und ein paar Gedanken drum gemacht, wie wir das vielleicht ein bisschen anders gestalten können. Wie wir vielleicht das Ganze so umbauen können oder ein bisschen anders dieses Jahr an diese heiße Technikphase die Zeit herangehen wollen. Und wir haben deswegen entschlossen, jetzt kommt der große Moment. Drop, drop, drop. Like wir verabschieden uns bis Ende des Jahres von der Regelmäßigkeit hier auf dem Crew-Kanal. Ja. Also es gibt keine fette Pause oder so. Wir hören nicht auf, den Crewcast zu machen. Und wir hören auch nicht auf, Videos zu machen. Zum Beispiel steht noch das fette Schottland-Projekt in den Startlöchern. In den Startlöchern würde ich nicht sagen, aber
Da bahnt sich was an. Da bahnt sich was an. Nee, dass ihr auf jeden Fall nicht alleine gelassen werdet in der Zeit. Und wir werden auch ab Januar quasi wieder straight weiterfeuern. Also jeder, der jetzt irgendwie auch uns sagen will, so ja, ja, bla, hier keinen Bock irgendwie fett Videos zu machen, keinen Bock irgendwie zu arbeiten, rennt nur dem AdSense-Money hinterher im Dezember oder was. Nee, im Endeffekt ist es halt einfach so, wir wollen dann im Januar straight wieder loslegen, wieder jede Woche den Crewcast machen. Wahrscheinlich, ich will noch nicht zu viel versprechen, aber wir sind auch schon am Plan, vielleicht nochmal ein Daily-Vlog-Projekt zu starten im Januar. Das hat uns nämlich jetzt in Taiwan echt gut gefallen. Wir haben ja schon im Crewcast gesagt, dass es eigentlich so ein Projekt war, sich das nochmal zu beweisen. Aber es hat dann doch so viel Spaß gemacht, dass wir uns nochmal vorstellen könnten tatsächlich. Mhm. Kann ich auch mal meinen Senf dazu ja, geben? Ja, sehr, sehr gerne. Ich habe gerade sehr, sehr viel schon gesprochen. Ja, die Sache ist die, Leute, wir wollen halt einfach, wir können ja hier ganz offen und ehrlich reden, wie es ist. Wir haben das Gefühl sehr häufig und gerade letztes Jahr im Dezember war es sehr so, wir haben oft das Gefühl, dass wir nur mit halber Sache, dass wir Sachen nur halb machen. Wir machen nur mit halber Power unsere Technikkanäle, wir machen nur mit halber Kraft den Crew-Kanal und wir haben nicht das Gefühl, dass wir wirklich mal irgendwie in einer Zeit so richtig forciert auf ein Projekt gucken und das wollen wir einfach mal ausprobieren und uns mal 2 Monate lang wirklich auf einen unserer Kanäle fokussieren und das ist jetzt im Dezember und November eben die Tech-Kanäle und das ist halt einfach mal für uns super wichtig, einfach auch so Erfahrungen zu machen, wie ist es denn, wenn man mal wirklich 100% Gas auf einer Seite gibt so und denn im Dezember letzten Jahres kann man zwar sagen, da habt ihr das ja gemacht mit dem Crew-Kanal, aber eigentlich auch nicht, weil wir haben ja trotzdem noch versucht, also zumindest bei mir war es so, Tech-Videos zu machen. Und das war halt. Versucht habe ich es auch. Ja. Ich habe es nur nicht geschafft. Ja, auf jeden Fall wollen wir es dieses Jahr einfach mal andersrum ausprobieren. Ja. So, das ist einfach etwas, was wir mal auschecken wollen. Und für euch bedeutet es eigentlich, dass sich die Art des Contents leicht ändert. Aber im Endeffekt werden wir genauso viele Stunden arbeiten, nur halt an anderen Projekten als bisher. Genau. Und dann. Ja, wie gesagt, ich will jetzt auch gar keine so große Nummer draus machen. Wir wollten das nur mal auch euch erklären, damit ihr versteht, was bei uns abgeht, was so unsere Gedanken sind. Wie gesagt, es werden in den nächsten 2 Monaten auch nochmal Crewcasts kommen. Wahrscheinlich, wenn wir was auf dem Herzen haben, was wir loswerden wollen, wenn wir einfach Bock haben, nochmal einen Crewcast zu machen. Wie gesagt, vielleicht kommt auch mal ein Chiller-Unboxing, dies, das. Aber ich habe auch richtig Bock, so Vollgas zu geben jetzt auf dem Felix-Bar-Kanal. Ich habe richtig Bock, endlich die iPhone-Reviews an den Start zu bringen. Ich habe richtig Bock, auch mal endlich es zu schaffen, dieses Jahr zum allerersten Mal seit der ersten Generation wieder ein Review zur Apple Watch zu machen und so weiter und so fort. Und das sind halt alles Projekte, die brauchen extrem viel Zeit und machen extrem viel Spaß. Aber in den letzten Jahren sind die immer liegen geblieben wegen Vlogmas. Und dieses Jahr wollen wir einfach den Spieß umdrehen. Und es macht halt auch keinen Sinn. Die letzten Jahre war das dann so oft, häufig so, dass wir bis Vlogmas Ende Vollgas gegeben haben mit den Vlogs und die Tech-Sachen liegen geblieben sind. Und dann hatte man so ein richtig ereignisreichen Januar auf den Tech-Kanälen, ohne dass in der Technikwelt viel los war. Weil das Ding ist, Januar ist eigentlich Technik als Thema tot. Aber wir hatten dann auf einmal wieder Zeit, Technikvideos zu machen im Januar, wo es aber eigentlich niemanden interessiert hat. Deswegen ist es eigentlich viel, viel cleverer im November und Dezember, wo noch viele spannende Sachen rauskommen, wie zum Beispiel vielleicht noch neue iPads und jetzt die AirPods, die rausgekommen sind, 16 Zoll MacBook Pro, who knows? Viele Sachen, die noch anstehen, sodass man sich dem allem noch widmen kann und dann im Januar, wenn in der Technikwelt eh nicht so viel los ist, kann man sagen, ja, mach mal vielleicht einen Roadtrip. Ja, oder machen wir irgendwie andere coole Videos, die dann vielleicht auf dem Crew-Kanal mehr Sinn machen. Ja. Und wir wollen es einfach dieses Jahr mal so rum ausprobieren, von daher. Genau, und deswegen haben wir halt gesagt, wir nehmen die Regelmäßigkeit raus, wir machen jetzt nur noch Content auf der Crew, wenn wir wirklich etwas auf dem Herzen liegen haben. Ich meine, der Grund dafür, warum wir das alles machen, ist ja sowieso, weil wir Bock darauf haben. Ja. Aber zum Beispiel den Crewcast machen wir jetzt ja nur mal wöchentlich, weil wir uns das als Challenge gesetzt haben. Wir haben es auch erstaunlich lang durchgehalten. Ein Jahr fast. Wer hätte das gedacht, 10 Monate als wir als Joke gesagt haben, okay, jetzt machen wir wöchentlich mal richtig. Ja.
So. Schon heftig. Da haben alle nur darauf gewartet, dass es dann eine Woche nicht kommt. Aber wir haben jetzt 10 Monate durchgezogen, weil ich meine, wir haben das im Januar gesagt, ja, dass ab jetzt wöchentlich kommt. Und deswegen werden wir jetzt so machen, wenn wir richtig Bock haben, dann machen wir natürlich den Crewcast, weil der Crewcast ist ja für uns auch das Herzensprojekt, ja, wo wir uns auch immer austauschen. Und wenn wir das jetzt einfach 2 Monate gar nicht machen würden, würde auch was in unserem Leben, glaube ich, fehlen. Wir wollen halt nur nicht den Stress haben, dass wir uns gezwungen fühlen. Ja, man hat es so häufig, dass man irgendwie auch an Projekten arbeitet und dann weiß so, oh shit, wenn ich das Video am Wochenende droppen will, dann muss ich noch das, das und das machen. Und ja, dann kommt, ja, Bro, können wir morgen Vormittag bitte Crewcast aufnehmen? Ich bin ab nächste Woche, ab morgen Nachmittag nicht mehr im Studio bis Sonntag. Ja. Und dann denkt man sich auf einmal, uff, und dann passt es einen gerade gar nicht in Kram. Und das ist dann auch irgendwie immer schade, weil man das dann irgendwie reinquetschen muss. Ja, das liegt halt daran, dass wir mal auf einen Tag so fixiert sind, auf den Sonntag. Ja. Das ist ja jetzt gerade auch so. Also wir nehmen ja jetzt, was ist, haben wir heute? Donnerstag haben wir heute. Ja. Am Donnerstag auf. Normalerweise würden wir wahrscheinlich so von uns aus eher morgen oder übermorgen aufnehmen. Ja. Und diesen Stress machen wir uns einfach nicht. Also ich möchte das jetzt auch nicht so sagen, dass es jetzt die ganze Zeit voll stressig ist. Nein. Ist es wirklich nicht. Aber es ist halt in gewisser Hinsicht schon eine zusätzliche Verpflichtung, die wir auflockern wollen. Sagen wir es so. Ja. Und ich hoffe, ihr habt da Verständnis für und es ist alles cool für euch. Ja, die Leute bekommen im Januar den krassesten Roadtrip oder so. Ja, das wird richtig geil. Das wird sich und schon alles ausfallen. Falls dieses Jahr mein neues Auto noch ankommt, dann muss er natürlich auch noch abgeholt werden mit Video, ist ja auch das klar. Das muss natürlich auch festgehalten werden. So. Hast du überhaupt ein neues Auto gekauft, wenn du nicht auf YouTube damit rumflext? Ich bin mir nicht sicher. Nee, das zählt dann gar nicht. Das wäre eine Beleidigung für den Channel. Nee, das geht nicht. Nee. Aber ich bin mal gespannt, wie das wird. Ist auch für uns irgendwo ein Experiment. Ey, das könnte vom Vibe her so wie mein Abholvideo sein. Weißt du noch, wie wir durch den Schnee gefahren sind und den TT abgeholt haben? Mhm. War auch im Januar. Im Dezember. Ja. Schauen wir mal. Wie gesagt, man weiß ja gar nicht, wann das ankommt. Oder was das für ein Auto ist. Okay. Gut. Alleine, dass man nicht weiß, wann es kommt, sagt doch schon, welches Auto es ist. Oder? Mehr Hint kannst du nicht geben. Da, alle haben irgendwie jetzt in dem Video, was ich zu den AirPods gemacht habe, da haben die ja eine Tesla-App auf meinem Homescreen entdeckt. Und da waren auch alle ganz, ganz aufgeregt. Und so, Digga, leaked. Es muss ein Tesla sein. Vielleicht habe ich die App auch einfach nur aus Interesse installiert. Du, es gibt sehr viele Autohersteller, wo man nicht genau weiß, wann das Digga, aufkommt. Digga, ich wollte gerade sagen, ich habe die BMW-App auch installiert, aber ich habe sie, glaube ich, wieder deinstalliert. Ich hatte irgend so eine Ladesäulen-App von denen, wo ich mal gucken wollte. Naja. Bleibt gespannt. Das ist am schlechtesten gehütete Geheimnis aller Zeiten. Ganz ehrlich, egal. Eigentlich müsstest du dir jetzt sowas ganz Absurdes kaufen. Ja, ich müsste jetzt aus Prinzip so ein Diesel-SUV. Müsste ich jetzt das Auto canceln und einfach irgendwie so ein BMW 2er Active Tourer Plug-in-Hybrid oder einfach so. Einfach den neuen Golf. Ja, aber der wäre ja noch einigermaßen cool. Ich muss irgendwas richtig so, ja, Stumpfes machen. Aber es würde halt keiner erwarten. Oh, die elektrische V-Klasse. Das wär's doch. Für die habe ich mich entschieden. Weißt du, was du dir holen solltest? Was? Ein fucking Crafter. Wie lange ist das unser Traum? Ja, vielleicht habe ich halt. Es gibt auch einen E-Crafter, ne? Ja? Aber der hat die schlechteste Reichweite des Universums. Egal. 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 Ja, okay. Ja, ja. Ich finde diese Spekulation trotzdem sehr lustig. Das ist so. Jeder weiß es eigentlich, aber es ist trotzdem lustig. Und Digga, du weißt noch nicht, welche Farbe, ja, ja. Und welche Konfiguration. Das sind alles Details, die man dann noch revealen kann. Ja, du weißt es, aber die Leute wissen es nicht. Ja. Ja. Aber? Weißt du auch, welche Farbe die Felgen haben? Ja. Das hat sich nämlich nochmal geändert. Genau, ne? Ja, weiß ich. Okay, ich höre jetzt auf. Ja, ja. Ja, Leute, lasst euch nicht triggern. Gut. Aber was mich diese Woche sehr getriggert hat, waren die neuen AirPods Pro. Da kann man sich echt mal triggern lassen. Ja. Sehr spannende Geräte.
sind voll in den Video-Hustle hier. Ja, das war dieser Moment, ne, wo man zurückkommt aus Taiwan und an dem Tag, wo man landet quasi, sind auf einmal neue AirPods announced. Das war so, ich habe nämlich ja auch nochmal eine Powernap gemacht vor dem Konzert. Ja. Und bevor ich eingeschlafen bin, war die Welt noch in Ordnung. Und so anderthalb Stunden später, Jonas weckt mich und es sind erstmal neue AirPods rausgekommen. Ja. So während ich gepennt habe. Aber da gab es auch wenige Leaks, ne? Ist, es war schon eher komplett durchgeleakt, aber die Leaks waren schon relativ spät. Also ich würde sagen, normalerweise bei so Apple-Produkten fangen die Leaks Monate vorher an. Jetzt bei den AirPods Pro war es vielleicht 2 Wochen vorher. Relativ kurzfristig, sagen wir mal so. Und eine sehr wichtige Sache hatten die Leaks ja auch falsch. Und zwar hatten die Leaks relativ häufig behauptet, dass es die AirPods Pro in verschiedenen Farben geben wird. Was dann aber nicht der Fall war. Ich sagte, das kommt noch. Warum? Ja, damit jetzt erstmal alle weiße kaufen und damit die richtigen Fanboys, wenn dann bunte kommen, sich nochmal bunte kaufen. Das passt zu dieser Aussage von Tim Cook, wo er dann auch erklärt hat, ja, unsere Apple-Fanboys, die wollen nicht nur die AirPods 2, die wollen auch die AirPods Pro, die wollen beides haben. Warum beides noch im Sortiment ist? Ja, die wollen beides. Als ob man beides will, wenn man die AirPods Pro hat. Braucht. Nein, man, ich glaube, er hat es so gemeint, dass es sowohl für das eine als auch das andere Käufer gibt, aber der hat es halt relativ stumpf gesagt. Ja, so. Ja, wahrscheinlich. War das Lustige daran. Nee, AirPods Pro, was ist so dein erster Eindruck? So, ich meine, wir sind direkt zum Apple Store, dann am Morgen haben die besorgt, haben die seit Tag 1 quasi im Studio am Start und jetzt die letzten Tage ein bisschen benutzt. Also, what do you think? Also, bei mir kann man eigentlich gar nicht mehr vom ersten Eindruck reden. Ja. Ich habe ja jetzt sehr viel mit denen rumgetestet, weil ich ja jetzt dieses Vergleichsvideo mache, was hoffentlich schon online ist. Also, schaut es euch an. Nee, und ich denke, ich bin sehr positiv überrascht. Ja. Also, ich würde sagen, da ist Apple, da muss man einfach mal den Hut ziehen. Mhm. Und man kann ganz ehrlich sagen, das ist echt krass geworden. Natürlich sind sie teuer, aber sie sind auch krass gut. Ich meine, vorher war es so, die AirPods 2, die waren krass teuer, aber sie waren nicht gut. Also in der Usability ja, aber im Klang nicht. Ja. Und jetzt kann man einfach nur sagen, Usability und Klang sind jetzt auf einem Niveau, das passt jetzt. Das finde ich ist jetzt ein ausgewogenes Produkt und vorher fand ich, hat es noch nicht gepasst. Mhm. Also die haben mich überhaupt nicht angebockt, weil ich das Gefühl hatte, klar, die sind in der Usability zwar krass, aber dafür, dass sie dann so teuer sind, ist der Klang echt mau und auch finde ich dieses On-Ear-Design oder wie nennt man das, dass es halt kein In-Ear-Design ist bei den alten AirPods, die liegen ja nur so in der Ohrmuschel drin. Mhm. Ich weiß nicht genau, was da jetzt der Fachterminus ist. Mhm. Aber das ist auch etwas, was mir überhaupt nicht gefällt. Ich mag das In-Ear-Design deutlich lieber. Aber ich meine, okay, das ist jetzt persönliche Präferenz. Weil bei den anderen hatte ich das Gefühl, die fallen mir direkt raus. Aber es liegt locker vielleicht auch so ein bisschen an der Ohrform oder so. Mhm. Auf jeden Fall muss ich sagen, ist das jetzt einfach ein ausgewogenes Produkt, was richtig gut ist und was man einfach tatsächlich empfehlen kann. Ja, tatsächlich. Ich fand's auch so, ich bin die ganze Zeit so auf der Suche nach irgendwelchen Kritikpunkten. Ich meine, ihr habt's bei mir vielleicht im Unboxing gesehen, diese Abdichtungserkennung ist noch nicht so ganz transparent, ob die überhaupt gut funktioniert oder nicht, weil die bei mir einfach bei allen drei Größen der Eartips gesagt hat, ja, passt perfekt. Ja. Und da müsste man vielleicht mal rausfinden, wie die genau eigentlich, also man weiß, wie die funktioniert oder funktionieren soll zumindest, aber ich müsste mal mit ein paar anderen Leuten noch ausprobieren, ob die vielleicht bei kleinen Ear-Tipps angezeigt bekommen, dass es zu wenig ist. Ja. Aber aus meiner Erfahrung kann ich sagen, die Funktion ist Bullshit. So bisher. Aber ansonsten, ich finde die Geräuschunterdrückung sehr, sehr krass. Und ich finde es sehr, sehr geil, wie die das gemacht haben. Weil ihr müsst euch so vorstellen, ihr holt so diese AirPods raus, ihr steckt die euch ins Ohr und die sind schon an, aber das Noise Cancelling ist noch nicht an. Und dann machen sie das Noise Cancelling an, aber nicht so wie ein Bose Quiet Comfort oder so, zack, ist es an, sondern die machen so ein Fade-In von dem Noise Cancelling. Und das passiert relativ schnell, also du hast nie das Gefühl, oh, ich muss jetzt noch aufs Noise Cancelling warten, aber es passiert auch nicht zu schnell. Das heißt, jedes Mal, wenn du die reinsteckst, wird dir ganz deutlich bewusst gemacht, was das Noise Cancelling jetzt eigentlich tut. Weil du steckst sie rein, es dichtet schon ganz gut ab, so du hörst schon weniger von der Umgebung und auf einmal wum, Stille. Und du denkst dir so,
geil. Mhm. Und was also das ist schon sehr, sehr nice. Nee, Apple hat es sehr gut geschafft, dass sie, wenn man die nutzt, dann auch wirklich begeistert ist. Das finde ich auch so krass, wenn man dann lang auf dem Stöpsel quasi drauf drückt und das Noise Cancelling deaktiviert. Deaktiviert man es standardmäßig aber gar nicht, sondern man springt in den verstärkten Modus. Das heißt, dass die Außengeräusche lauter gemacht werden und hat dadurch noch mehr das Gefühl, wie krass ist bitte das Noise Cancelling, weil man springt nicht von aus zu an, sondern man springt quasi von Minus zu Plus. Wo kann man das, weißt du, ob man das überhaupt einstellen kann? Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass man es im iPhone in den Einstellungen halt auch ausmachen kann. Ja. Aber ich weiß nicht, ob man das nicht auch umstellen kann, vielleicht irgendwo noch. Ich hatte zumindest vorhin beim Main das Gefühl, dass ich, weil ich dann auch, nachdem du mir das mal erzählt hattest, die Taste ausprobiert habe, um die auszumachen. Aber ich hatte das Gefühl, dass meine zu ausgesprungen sind und nicht zu transparent. Aber ich muss es nochmal genau. Ich habe es explizit nachgeguckt. Ich habe das aufgemacht und habe es dann am Kopfhörer ausgeführt. Und er springt immer von Noise Cancelling zu verstärktem Sound. Und das ist natürlich dann noch mal krasser, weil du dann das Gefühl hast, boah, der macht's richtig leise. Aber eigentlich ist es in dem einen Modus verstärkt, noch lauter. Ja. Und dadurch hast du halt das Gefühl, dass das Noise Cancelling noch krasser ist, als es eigentlich ist. Ja, aber gut, ehrlich gesagt, wahrscheinlich macht's auch so am meisten Sinn als Shortcut, oder? Weil warum solltest du Noise Cancelling jemals ausmachen wollen? Eigentlich nur dann, wenn gerade jemand mit dir spricht. Also brauchst du den Transparenzmodus. Aber ich muss sagen, ich finde die Geste nicht so gelungen. Also ich finde dieses Knopfdrücken finde ich nicht so geil wie bei den alten AirPods. Die konnte man ja einfach antippen. Da war es quasi Bewegung. Die haben kein Touchpad gehabt oder so. Sondern allein dadurch, dass die quasi ganz leicht erschüttert werden, wenn du mit deinem Finger drauf haust auf die AirPods. Dann haben die halt quasi einen Tab registriert, so um Play-Pause oder weiter oder so zu machen. Und das fand ich schon deutlich angenehmer, als immer nach diesem Knopf suchen zu müssen. Ja, gebe ich dir recht. Aber ich finde, die Steuerung ist schon gut geworden. Okay. Kann man sich jetzt nicht beschweren. Es gibt auch andere, habe ich jetzt auch Erfahrungen mitgemacht, es gibt auch andere In-Ear-Kopfhörer, die dann so ein kleines Touchfeld haben und das musst du dann genau treffen. Das ist auch ein bisschen wack. Ja. So, da musst du da ziemlich genau drauf treffen. Und von daher finde ich es eigentlich noch ganz gut, dass man wirklich so haptisch drauf drücken muss. Das gibt einem so ein bisschen mehr so ein sicheres Gefühl, dass man jetzt auch wirklich den Knopf hat und den dann drückt. Mhm. So. Aber nochmal zu Kritikpunkten, weil mein größter Kritikpunkt an den AirPods ist, oder was mich am meisten gestört hat, ist jetzt im Endeffekt eher was Soziales so. Weil, was mich sehr genervt hat an den AirPods, ist, wie man dann miteinander lebt. Weil AirPods sind solche Kopfhörer, die man irgendwie ständig drin hat. So, das sieht man auch in der Öffentlichkeit. Es gibt so Leute, die haben immer einfach irgendwie einen AirPod drin. Das ist so, ist mir schon sehr häufig aufgefallen. Und ich denke, das wird auch mit den AirPods Pro so sein. Und dadurch, dass sie jetzt halt Noise Cancelling haben, kann man Leute einfach nicht mehr ansprechen. Okay, und wie würdest du es dir eher wünschen? Also ja, ich weiß gar nicht, was genau da der Kritikpunkt ist. Eigentlich ist es mehr Kritikpunkt an Noise Cancelling selbst, ne? Aber ich fand es irgendwie jetzt hier, wie wir so zusammengearbeitet haben und so, ein bisschen schade und ein bisschen ungünstig, dass man halt so mit mehreren Leuten auf einem Fleck ist und du willst jemanden was fragen. Und der checkt's einfach null. So, weißt du, man hört sich einfach nicht mehr. Aber ganz, das Ding ist halt, das ist auch, wenn wir mit QC35 am Schneiden sind, ist es ja genauso. Ja, genau. Wie oft tippe ich dir so auf den Schreibtisch oder so, um deine Aufmerksamkeit zu bekommen? Und da ist halt die Frage, könnte man sowas in Zukunft vielleicht besser lösen, wenn man irgendwie so eine Erkennung in die Kopfhörer einbaut, wenn jemand angesprochen wird? Ja. Weißt du, dass das irgendwie ist locker mega so eine Namenserkennung haben oder so, dass du einstellen kannst, yo, ich bin Julian? Wenn jemand Julian sagt, schalte mein Noise Cancelling aus. Ja, das wäre vielleicht mal eine coole Idee. Aber ich finde es trotzdem ein Unterschied zu den QC35, weil ich finde, die setzt man sich wirklich nur auf, wenn man gerade arbeitet. Mhm. Oder man sitzt vielleicht im Flugzeug oder so. Aber ich finde, das sind keine Kopfhörer, die man ständig drin hat. Und die AirPods sind noch mehr so wirklich Lifestyle im Alltag die ganze Zeit irgendwie drin haben. Mhm. Und ich finde, dadurch kapselt man sich so sehr von der Umwelt ab, was ja irgendwo auch der Selling Point davon ist. Manchmal will man das ja auch. Aber in manchen Situationen ist es einfach schade auch. Weil ich habe dann hier auch so gesessen, hab die halt ausprobiert, hatte die so stundenlang drin und hab mir gedacht so, wenn es jetzt an der Tür klingelt, ich höre das gar nicht. Mhm. So. Und
ich meine, das ist mehr so an Noise Cancelling generell, wie ich gerade schon gesagt habe, die Kritik. Aber dass man halt so abgekoppelt ist, fand ich dann auch irgendwo so ein bisschen doof. Würdest du dann lieber in dem Fall Kopfhörer haben, die nicht so gut abdichten? Ich weiß gar nicht. Wie gesagt, ich habe das jetzt auch in meinem Video nicht mehr reingenommen als Kritikpunkt. Was ist das für ein Kritikpunkt? Aber das war einfach mal was. Wie beim HSR in Taiwan. Ich bin zu früh angekommen, hatte nicht genügend Zeit zum Arbeiten auf der Strecke. Nee, aber das war einfach mal so ein Gedanke, den ich mit euch allen teilen wollte. Weil ich finde, das ist schon, da sollte man auch mal drüber sprechen. So. Das ist dieses komplette Gegenteil von der ständigen Erreichbarkeit. Und zwar, dass man sich ganz abkoppelt. Mhm. Ne? Und ich weiß gar nicht, wie ich es haben wollen würde. Wahrscheinlich müsste es irgendwie so eine Erkennung geben. Aber selbst bis die halt so richtig gut ist, dass sie immer erkennt, wenn jemand angesprochen wird, wenn es klingelt. Mhm. Ich glaube, das ist nicht so leicht zu programmieren, weil es da so viele One day, it will happen. It will happen, maybe. Aber es gibt da halt richtig viele verschiedene Situationen, wo es dann mal richtig ist und wo es mal falsch ist. Und dass das der Kopfhörer clever erkennt, ist schon nicht so leicht. Ist nicht so leicht. Nee, aber ich finde es auch so krass, dass sie überhaupt an dem Punkt sind, wo sie sind. Weil die sind so klein und dass sie so geil klingen, so lange halten und so heftiges Noise Cancelling haben, das geht in meinen Kopf gar nicht rein. So, bei so einem großen Kopfhörer kann man sich das schon irgendwo vorstellen. Bei so Kopfhörern, die noch irgendwie mit dem Kabel wo dranhängen, kann man sich das auch vorstellen. Aber dass diese kleinen Dinger wirklich live ausrechnen können, so wie die gefälligst Umgebungsgeräusche zu kontern haben, das finde ich so krass. Ja, finde ich auch richtig krass. Wie siehst du jetzt, weil du es schon ein bisschen ausprobiert hast, ich weiß jetzt auch nicht, ob du nicht vielleicht dann gleich zu viel spoilerst von deinem Video oder wie auch immer, aber es interessiert mich einfach, weil wir noch gar nicht drüber gesprochen haben. Wie siehst du jetzt die AirPods Pro im Vergleich zu vergleichbaren Produkten, die halt so auf dem Markt sind, wie jetzt zum Beispiel die Sonys oder die Libratone oder wie auch immer. Das ist quasi komplett mein Video. Ja, aber so nur so als kleine Einschätzung, sodass ich wenigstens so eine Idee davon habe, wie die sich vergleichen lassen. Ja, ich finde, die sind sehr vergleichbar. Also, sie sind halt. Ich würde sagen, die sind schon auch alle auf einem Niveau so. Sie sind schon sehr, sehr nah aneinander tatsächlich. Okay. Aber die AirPods sind halt die teuersten. Und es gibt noch eine Wahl, wo ich sagen würde, yo, die können eigentlich das Gleiche, sind aber 80 Euro günstiger. Okay. Aber wie ich das sein wird, schaut bei Julian einfach. Genau, ja. So viel. Ich will nicht mein Video ganz unnötig machen. Naja. Aber man kann schon sagen, dass die AirPods auf jeden Fall wahrscheinlich sogar die besten sind. Das hat mich. Okay. Lass mich meine Frage nochmal anders formulieren. Hast du das Gefühl, dass die in der Herangehensweise, was Produktdesign angeht oder was Features angeht, irgendwie irgendwelche Unterschiede haben? Oder ist es eigentlich grad Bums? Nö, die sind sehr ähnlich, alle die Kopfhörer. So wie man die benutzt, ist es eigentlich fast gleich. Okay. Also, das kann ich ja nochmal sagen, das ist bei mir auch noch in dem Video ein Punkt Steuerung. Im Endeffekt hat sich das sehr angenähert. Mhm. Denn auch diese Sachen mit, du nimmst die aus dem Case raus, steckst sie in die Ohren und ist direkt an, direkt verbunden. Mhm. Das war ja was bei den ersten AirPods richtig krass war. Ja. Und das ist mittlerweile bei den anderen Kopfhörern auch überall so. Du machst das Case auf, die verbinden sich auch mit einem Android-Gerät, gar kein Problem. Und wenn du die reinsteckst, sind die an. Wenn du einen rausnimmst, ist es auch direkt auf Pause. So all diese Features, die diese AirPods ausgemacht haben, die können jetzt auch andere Kopfhörer. Oder dass man mit einem Tipp Pause macht, mit zwei Tippen weitermacht. Okay. All sowas, das ist normal. Also von der Steuerung, so große Unterschiede sind da nicht. Alright. Tatsächlich. Also deswegen würde ich sagen, das Feld ist sehr nah, ist sehr spannend. Und es gibt nur kleine Nuancen tatsächlich, die dann da den Unterschied machen. Vieles auch der Style und so weiter. Ja, Style ist immer so die Frage, gerade wenn man so weiße Kopfhörer hat wie die AirPods. Ich glaube, das gefällt nicht jedem, weil die halt auch extrem auffällig sind. Ich glaube, dass es auch Leute gibt, denen das explizit sehr gut gefällt, dass man sieht, dass sie AirPods haben. Ja, natürlich, ja, klar. Aber ja, so ticken dann die Leute unterschiedlich wahrscheinlich. Gut. Weißt du, was ich sehr lustig fand?
Ich glaube, relativ zeitnah jetzt mit dem AirPods Pro Launch hat Xiaomi die AirDots 2 vorgestellt. AirDots 2? Ja, das ist quasi so ein, das ist eigentlich eine Nachmache von den AirPods. Okay, ich google das mal. Aber weißt du, was ich lustig fand? Die haben das jetzt gleichzeitig vorgestellt und die AirDots 2 sehen einfach so lächerlich dick aus. Okay. Fand ich halt lustig, dass sie gleichzeitig halt was vorstellen. Also das ist so von beiden Unternehmen der Status quo gerade, wo die so im Entwicklungsgame sind. Ja. Die AirDots sehen halt aus wie... Ach du Scheiße. Ne? Ja, könnt ihr ja auch mal googeln. Wie hässlich sind die AirDots 2. Finde ich auch richtig hässlich. Ich würde ja sagen, dass ich ein Bild einblende, aber das vergesse ich eh, also sage ich es lieber nicht. Ja, sag nicht, dass du ein Bild einblendest. Hä? Okay, mir schreibt gerade noch jemand irgendwie, unser Crew-Video wäre auf 6 Minuten gekürzt. Was redet der? Sowas macht mich immer so nervös, wenn jemand einem irgendwie sowas schreibt, so nach dem Motto, hier ist Audio unsynchron oder irgendwie sowas. Ja, dann denkst du immer, dann denk ich immer so, hä? Habe ich was verkackt? Aber es ist häufig auch einfach ein Bug bei den Leuten dann. So häufig so, dein Video bricht nach 3 Minuten ab. Und du so, hä? Und dann ist es einfach irgendwie seine Internetverbindung gewesen oder wie auch immer. Ja. Und dann, ja, keine Ahnung, aber ich werde da immer ganz, ganz nervös, wenn ich so. Ja, check mal kurz, ob das. Nee, Q&A geht in 9 Minuten online und hat die gewünschte Länge von 15 Minuten und 40 Sekunden. Sehr alles gut. Ich kann mich hier nicht aus dem Konzept bringen. Genau wie DJI, die kann man auch nicht aus dem Konzept bringen. Die ballern einfach raus, ist denen scheißegal. Die ballern richtig raus. Pew, Überleitung. Ja, es gibt die neue Mavic Mini. Genau. Ja, Mavic Mini. Wolltest du gerade wieder dagegen, Esel? Nein, nein, ich versuche es zusammenzubekommen, weil ich so wenig über die Drohne bisher weiß. Also du bist jetzt hier in dem Thema definitiv unser Experte. Mhm. Weil ich habe mich bisher leider nur sehr oberflächlich mit der beschäftigen können. Aber von dem, was ich bisher gesehen habe, muss ich sagen, spannend, spannend, spannend. Das ist quasi der Nachfolger der Spark, nur ein geiler. Ja, aber man kann faltbar schon und toll. Ja, natürlich faltbares Design, Mavic-typisch, dass man zusammenfallen kann. Das konnte man bei der Spark ja nicht. Ja. Und das Krasse ist, in dem im zusammengefalteten Zustand ist diese Mavic kleiner als ein iPhone Pro. Ja. 11 Pro, so. Ich habe nichts gesagt. Ist einfach lächerlich klein. Und die passt einfach, du kannst die mit deiner Hand quasi festhalten. Du kannst sie, deine Hand ist quasi größer, das wollte ich sagen. Kein neues Feature. Du kannst sie Man kann sie mit der Hand festhalten. Die neueste Neuerung am Firmament von DJI. Ja. Nee, aber ich finde es so krass, dass sie das immer so vorantreiben. Ich sag dir was die versucht haben. Es gibt ja diese magische Hürde von 250 Gramm bei Drohnen. Ab 250 Gramm gibt es in sehr vielen Ländern dann Regularien, wo es dann halt härter wird, die Bestimmungen. In Deutschland zum Beispiel, ab 250 Gramm ist es im Drohnengesetz so, dass man eben diese feuerfeste Plakette dran haben muss, wo halt draufsteht, yo, das ist meine Drohne, die ist hier und da versichert und so weiter und so fort. Ne? Und ab unter 250 Gramm musst du das eben nicht haben. Und deswegen, ich sehe schon, wo der Wind her ist. Ja, deswegen ist diese Drohne jetzt tatsächlich 249 Gramm schwer. Die haben wirklich das Maximum ausgereizt. Und dadurch, darf man damit dann noch überall fliegen? Oder nee. Diese Reste? Ja, okay. Das meinte nämlich Jonah auch direkt so, yo, du kannst mit der jetzt überall fliegen, aber das ist Bullshit. Okay. Weil ich habe dann nochmal extra die Drohnengesetze nachgelesen. Die Formulierung ist dann nämlich so, das mit der Plakette stimmt auf jeden Fall, also du brauchst keine Plakette drauf haben, aber beim Fliegen über Wohngebieten ist es so, dass dort steht, es dürfen keine Drohnen über Wohngebieten fliegen, die über 250 Gramm wiegen und Audio- und Videoaufnahmen machen. Und sie wiegt zwar, war falsch. Ja. Das heißt, 250 Gramm überschreiten sie zwar nicht, aber sie können ja Video- und Audioaufnahmen machen, deswegen dürfen sie auch nicht über Wohngebiete. Ja, was, wenn man Fotos macht? Okay. Das war im Gesetzestext auch so safe. Audiovisuelle Inhalte, bla bla, irgendwie so. Und es stand, glaube ich, auch sogar drin, die Funk gesteuert sind. Geht auch sogar nicht. Okay, du darfst sie also nur werfen. Ich hatte eigentlich zum Beispiel so einen Luftballon oder sowas. So einen Luftballon? Ja. Kommt die das Drohnengesetz schallert direkt rein. Nee, da nicht. Ja.
Aber nur, weil es halt explizit geregelt ist. Ja. Stell dir vor, wenn die da so unspezifisch an die Gesetzesmachung rangehen, dann spielst du so mit deinem, keine Ahnung, du spielst so Frisbee auf der Straße. Ja. Dann kommt so ein Polizist, Drohnengesetz, landen Sie das Flugobjekt. Und du so, Digga, das ist ein Frisbee. Naja. Aber das wäre halt natürlich mega krass gewesen, wenn man die überall fliegen kann. Gesetzeslücke, ein Frisbee mit Kamera. Okay, ich höre auf. Ja, hätte ja auch eine Kamera, dürfte auch nicht. Darf ich meine 360-Grad-Kamera einfach werfen? Dann in dem Fall? Digga, ich bin kein Anwalt. Also wenn du so einen Drifter hast an der Insta 360 und richtig gut werfen kannst, so einfach über ein Haus? Okay, ich höre schon auf. Ist dann wahrscheinlich auch verboten. Ich würde eher sagen, dass es verboten ist, als dass es erlaubt ist. Ich würde auch sagen, dass es deutlich gefährlicher ist, als eine Drohne zu fliegen. Ja. Aber ja, weil das fällt auf jeden Fall runter. Yeah. In 100% der Fälle. Die Drohne und nicht unbedingt. Könnte Köpfe treffen. Ja. Also kann ich mir so theoretisch vorstellen, dass das passieren könnte. Das kann tatsächlich passieren, ja. Also, ich kenne da sogar Opfer. Echt? Ja. Krass. Ich habe nämlich mal genau so eine an den Kopf bekommen. Es war auch im Vlog drin, oder? Ja, es war im Vlog drin. Es war in dem Santorini-Vlog. Exakt. So sieht's aus. Ja. Aber ja, das ist so im Großen und Ganzen die DJI Mavic Mini, eine kleine leichte Drohne, die sich entlang des Gesetzes hangelt und dabei für erstaunlich wenig Geld wieder Drohnenspaß möglich macht. Kostet 400 Euro, 399 meine ich. So. Ja, also ich habe, glaube ich, schon mal, als die Spark vorgestellt wurde, gesagt, das ist die wichtigste Drohne für DJI, weil das halt Leute in dieses Hobby bringt. Gerade zu Zeiten, wo die Gesetzeslage immer anstrengender wird, gibt es, glaube ich, weniger Leute, die gleich mit so einer 1.000-Euro-Drohne einsteigen wollen. Mhm. Und halt so ein Tool im Sortiment zu haben, wo man eigentlich alle Features der Pro-Drohnen hat, nur kleine Abstriche bei der Reichweite und bei der Videoqualität machen muss, ist eigentlich super geil. Also, kleine Abstriche, kein 4K. Ja, die Spark konnte nur Full HD. Ja. Ne? Die ist auch schon 3 Jahre alt. Die Spark ist 3 Jahre alt. Okay, 2 Jahre. Ich meine, das war eines der ersten Videos, die ich im Studio gemacht habe. Ja, also ist auch so. Sagen wir 2,5. Ja. Nee, hast schon recht. Danke. Nee, aber es ist schon eine sehr wichtige Drohne und ich meine, das ist auch krass. Und ich glaube, sie wollen halt gerade dadurch, dass sie jetzt halt nicht 250 Gramm wiegt, ist natürlich für DJI auch ein Punkt, der diese Drohne sehr oft verkaufen lässt. Mhm. Weil natürlich, ich hätte auch keinen Bock, wenn ich jetzt, weißt du, wenn ich mir so überlege, eigentlich wäre eine Drohne schon ganz geil. So, und dann setze ich mich so mit Drohnengesetzen auseinander, dann denkt sich doch 70% der Leute, was für ein Abfuck, gar keinen Bock drauf. Ja, das denke ich mir ja selber, obwohl ich Drohnen schon hab. Und wenn du dann aber dadurch, dass diese Drohne so leicht ist, eigentlich einen Fick auf die Drohnengesetz, also auf diese Kennzeichnung geben kannst, dann ist das doch... Ich habe gehört, man kann das auch machen, wenn man eine größere Drohne hat. Also ich habe gehört, das wird sehr streng geahndet und überall sind Polizisten, die das kontrollieren. Okay. Also sollte man Dann sollte man sehr aufpassen, wenn man eine größere Drohne ohne Plakette. Die sollte man auf jeden Fall vernünftig kennzeichnen, ja. Ja. So wie wir das auch gemacht haben. Exakt so wie wir. Genau. Ja, das war richtig. Nee. Da will ich nochmal gerade eine Story raushauen. Okay, sag. Genau so einen Joke haben wir nämlich auch in Taiwan durchgezogen. Ich werde das jetzt mal hier revealen. Ich hoffe, das ist für dich okay. Ja. Denn wir haben Stefano die ganze Zeit vorgemacht, dass wir nicht einmal bei McDonald's gewesen wären. Wir waren nämlich in Taiwan einmal alleine im McDonald's. Man muss dazu sagen, das ist für uns so eine Sünde tatsächlich. Aber wir hatten so einen schwachen McDonald's Moment. Eigentlich so, das ist so. Ja. Ich hasse es, dass ich immer mal wieder Bock drauf habe. Ja, es ist so. Und wir waren dann einmal so da. Wir waren irgendwie so unterwegs. Das war an diesem Tag, wo wir. Das war so nach 2 Tagen asiatisches Essen only. Ja. So. Genau, dann sind wir so gewandert auf diesen Berg und dann sind wir wieder runtergekommen und dann hatten wir so richtig Hunger und dann war da dieser McDonald's und wir dachten uns so, es wird nie jemand erfahren. Wir sind da so reingegangen und dann haben wir danach uns geschworen, das wird niemals jemand erfahren. Also sorry jetzt, dass ich den Schwur breche. Toller Schwur. Und dann hat so Stefanos zwei Tage später gemeint, Leute, ich hatte richtig Bock auf Mc's. Und wir haben so gesagt, ja, das können wir ja nicht machen. Wir waren noch nicht einmal in Mc's.
Und das war eine ähnliche Situation wie gerade mit der Drohnenmarkierung. Exakt so ist es. Kann man nicht machen. Kann man nicht machen. Nee. Jede Drohne sorgfältig markiert. Sollte nicht zum Meckes gehen. So ist es. Genau. Genau. Aber gut, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu den Kommentarskis. Kommentarskis. Habe ich auch ein paar rausgesucht. Weißt du, was mir gerade passiert ist? Auch richtig belastend. Jetzt kommt's. In meinem Tee ist eine richtig dicke Mücke reingedroppt. Geil. Was soll das? Ich habe noch einen Tag, bevor ich Veganer werde, ja? Und die Mücke muss mir dann noch ein Stück Fleisch da in den Tee. Ess sie doch mit, noch darfst du. Weniger Bock drauf, tatsächlich. Okay. Gut. Noch eine Frage von Marcy S. Und zwar hat er gefragt, noch zu dem AirPods-Thema. Die AirPods Pro sind ja jetzt seit ein paar Tagen raus. Von dem her, was ihr bisher gehört habt oder vielleicht sogar schon selbst ausprobiert habt, denkt ihr, Apple hat genug getan? Und wenn ihr an Apples Stelle wärt, welchen Preis würdet ihr für angemessen halten? Das sind zwei unterschiedliche Fragen, würde ich sagen. Erstens würde ich sagen, ja, sie haben genug getan. Sie haben sogar mehr als genug getan, eigentlich, um die AirPods so gut zu machen, wie sie sein können. Das Einzige, was sie noch hätten machen können, ist die zweite Frage, der Preis. Wenn sie es einfach noch günstiger gemacht hätten, oder was heißt noch günstiger, wenn sie es überhaupt erstmal günstig gemacht hätten, dann hätte es, glaube ich, noch fetter eingeschlagen. Dann wäre es noch eine krassere Ansage gewesen. Dann wäre es so gewesen, Leute, wir haben nicht nur die geilsten kabellosen Kopfhörer, sondern sie sind auch noch die günstigsten. Also, ganz ehrlich, muss ich dir widersprechen. Ich finde, die sind eigentlich fast zu günstig. Ja? Ja. Apple hätte die noch 329 pricen können. Ja, das hätten die wohl gekonnt, aber ich glaube, wie teuer oder günstig die sind, liegt auch immer so in der Außenwahrnehmung. Weil ich glaube, dass mit den AirPods Pro jetzt viele Leute konfrontiert wurden, die normalerweise nicht Kopfhörer in diesem Preissegment kaufen. Die dann sich gedacht haben so, Digga, fast 300 Euro für Kopfhörer, geht's noch bei euch? Weil Fact ist halt, das, wie gesagt, haben wir vorhin schon drüber gesprochen, wenn man es mit der direkten, gleichwertigen Konkurrenz vergleicht, die irgendwie auch True Wireless Kopfhörer raushaut mit Noise Cancelling, dann ist der Preis gar nicht so outrageous. Aber ich habe auch bei mir im Video die Abstimmung gemacht, wie findet ihr die so bepreist? Und habe den Kontext dazu eigentlich auch schon gegeben im Video, also ich habe es jetzt nicht aus dem Blauen gefragt. Und trotzdem hat die überwiegende Mehrheit gesagt, dass sie es viel zu teuer finden. Ja, natürlich, die sind auch mega teuer. Ja. Ich fand aber auch die AirPods davor mega teuer. Und ich finde, wenn man das mit den AirPods 2 vergleicht, ist es, was haben die AirPods 2 gekostet mit Wi-Fi, mit G Wireless Case? 229 oder so. Ja. Ja, und dafür aber ist es deutlich besser. Aber sie hätten es ja auch alles droppen können. Sie hätten ja auch den iPhone 11 Move machen können, wo sie sagen, wir cutten das jetzt runter. Wir machen jetzt neue AirPods Pro für 230 Euro und die AirPods 2 mit Wireless Charging Case setzen wir runter auf 150. Ab jetzt geht's richtig ab, Wireless Audio für alle Leute. So hätten sie ja machen können. Ja. So, das ist so das Einzige, wo ich sag, das wäre vielleicht noch so ein Ding gewesen. Aber das kann man, wie gesagt, kann man Apple jetzt auch nicht unbedingt vorwerfen, weil ich glaube, das hätten sie dann halt unter dem Aspekt machen können, dass sie da halt draufzahlen oder halt deutliche Gewinneinbrüche in Kauf nehmen, kurzfristig gesehen, um halt das Ökosystem weiter zu stärken. Weil ich glaube, AirPods sind auch so ein Produkt, wenn du die mal hattest, wenn du ein iPhone hast und du hast AirPods, dann hast du generell eher weniger Lust auf ein Android-Gerät umzusteigen. Weil du weißt, klar, meine Kopfhörer funktionieren noch, aber nicht mehr so nice. Ich kann meinen Sprachassistenten nicht mehr benutzen. Ich kann ausführliche Kopplung, muss ich anders organisieren, über eine manuelle ganz Kopplung. Ehrlich, ich kann das finde ich, ist überhaupt gar kein Problem, diese Kopplung. Ja, aber du es hast... Es ist einmal leichter, ja. Es ist natürlich leichter, aber... Es ist, du verbindest deine normalen Kopfhörer einmal per Bluetooth und dann sind die auch für immer verbunden. So, finde ich, das ist kein Argument. Sehe ich komplett anders. Wirklich ohne Spaß. Ich finde es sehr, sehr wichtig. Ich finde auch solche Sachen sehr wichtig, wie dass du zum Beispiel AirPods von anderen Leuten neben deinem iPhone hältst und er dir direkt sagt, ob das deine sind oder nicht. So, das ist einfach, gestern hatten wir hier 4 AirPod Pros im Studio rumliegen. Das war so leicht, meine zu finden, weil du hältst die daneben, er sagt dir, nicht deine AirPods. Hältst andere daneben und er sagt dir, aha, deine AirPods. So, das sind halt so Features, das ist schon geil. Und du hast dann wenig Bock, die zu verlieren. Weißt du, wie ich meine? Es ist nicht so, dass es ohne die nicht geht. Aber wenn du diese AirPods hast, dann ist die Frage, kaufe ich mir jetzt als nächstes wieder ein iPhone oder
wage ich vielleicht doch mal einen Galaxy S irgendwas, dann ist es noch so ein Tropfen in das Fass, das eher in Richtung iPhone dann drängt. Weißt du, wie ich meine? Ja, aber ich finde es bei einer Apple Watch viel krasser als bei den AirPods. Ja, ist gar kein Vergleich. Ja, ist es auch, weil du die Apple Watch überhaupt gar nicht außerhalb vom iPhone benutzen kannst. Das geht gar nicht. Ja. Aber das ist halt so der Hintergrundgedanke zu dem Thema, hätte es vielleicht Apple was gebracht, die AirPods Pro noch günstiger zu machen? So aus dem Aspekt heraus, dass sie halt sagen, wir wollen, dass viele Leute die AirPods kaufen, damit viele Leute auch Bock haben, weiter bei iOS zu bleiben. Ja, verstehe ich, was du meinst. Aber ich glaube, dass sie mit dem Pricing aus ihrer Sicht alles richtig gemacht haben. Weil ich glaube, Apple versucht halt immer mehr mit, gar nicht mehr mit dem iPhone selbst Geld zu verdienen, sondern mit allem drumherum. Und ich glaube, deswegen wollen sie auch mit den AirPods Geld verdienen. Und wenn sie da jetzt noch weiter runtergeschraubt hätten, hätte das wahrscheinlich mehr Leute dazu gebracht, das zu kaufen. Mhm. Aber auch so waren die AirPods davor schon die meistverkauftesten Kopfhörer auf der Welt. Und deswegen glaube ich nicht, dass sie da den Druck verspürt haben, jetzt noch was im Preis machen zu müssen. Mhm. Denn wenn du derjenige bist, der schon den Kopfhörer baut, den die meisten Leute auf der Welt kaufen, dann hast du nicht den Druck, den günstiger zu machen. Sondern Du hast diese Bestätigung eigentlich schon, dass eh viele deine Produkte geil finden. Du machst das Produkt gerade noch geiler. Ich meine, die können immer noch mit dem Preis runtergehen. Ja, wenn die jetzt merken, okay, es kauft keiner, können sie ja noch mit dem Preis runtergehen. Ja, es werden trotzdem viele Leute kaufen. Ja. Und deswegen glaube ich, dass Apple in der Situation ist, diesen Preis verlangen zu können. Auch wenn ich mir natürlich so als Kunde natürlich einen günstigeren Preis gewünscht hätte. Ich finde es nämlich schon echt krass, 300 Euro für so In-Ear-Kopfhörer zu bezahlen, weil ich das immer damit verbinde, ich könnte mir jetzt auch Bose QC35 dafür holen, was sich einfach nach mehr anfühlt. Weißt du, du hast das Gefühl, du kriegst für 300 Euro mehr, weil es ein größerer Kopfhörer ist und so weiter. Mhm. Jetzt mal ganz unabhängig davon, ob die jetzt besser sind oder nicht. Aber ich finde so gefühlt, 300 Euro für so ein winziges Produkt auszugeben, ist halt schon, fühlt sich krass an. Ja, auf jeden Fall. Ja, und deswegen hätte ich mir da auch einen niedrigeren Preis gewünscht. Ich glaube aber, dass Apple das durchziehen kann. Alright. Alrighto. Next Kommentar. Max Hinrich Boer hat noch ein paar Informationen zum Diesel-ICE rausgehauen. Der sogenannte ICE-TD ist einer von 1997 bis 1999 von Siemens Mobility und Bombardier Transportation auf Basis des ICE-T gebauter Dieseltriebwagen, der mit Neigetechnik ausgestattet ist. Er wurde für die Strecke Dresden-Nürnberg gebaut. Aufgrund von technischen Störungen wurde die von 2003 bis 2006 abgestellt. Von 2007 bis 2017 wurden die Züge auf der Strecke Hamburg Hauptbahnhof bis Kopenhagen eingesetzt. Kopenhagen. Naja, schreibt K-O-E-B-E-N. Ja, das ist der dänische Name. Kopenhagen. Dann in dem Fall eingesetzt. Anschließend standen 15 von ihnen dann zum Verkauf. Zwei weitere wurden dem DB-Netz übergeben, die dann jetzt als Advanced Train Lab-Züge eingesetzt werden, um Tests durchzuführen. So einen hat wahrscheinlich auch Felix gesehen. Die 15 Züge sollten eigentlich nach Thailand verkauft werden, aber daraus wurde leider nichts. Aktuell sind alle 15 auf Rügen abgestellt. Das fand ich die krasseste Info noch so am Ende. Stehen so 15 Diesel-ICEs auf Rügen rum. Auf der Insel einfach. Ja, wo ist denn überhaupt genügend Platz für 15 ICEs? Also ich meine, haben schon eine sehr große Insel. Ja, ist schon klar. Aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die da so ein riesen... Also haben die das dann extra gebaut, um die da abzustellen? Stehen die noch auf Schienen oder wurden die von den Schienen runtergehoben? Wie muss man sich das vorstellen? Weißt du, wie ich meine? Ich denke, die stehen in einem großen Lokschuppen. Lokschuppen. Okay. Ich denke, wo ist Rügen überhaupt? Ganz oben rechts. Ah, okay. Ich habe links gesucht, das war natürlich der Fehler. Das ist Ostfriesland. Links, ja, also im Westen ist Ostfriesland, ist doch klar.
Ja. Und in Ostdeutschland ist nicht Ostfriesland, sondern da ist Rügen. Ja, okay. Ja, nee, da ist schon tatsächlich relativ groß Rügen, ja. Da muss man, ob man das finden kann, so auf Google Maps, wo die stehen. Ich meine, wenn man so Satellitenview anmacht. Ja. Wenn ich mal einen langweiligen Nachmittag habe, dann. Ja, also wenn du eine Stunde investierst, kann ich mir schon vorstellen, dass man das findet. Ja, also falls ihr das wisst, könnt ihr auch gerne mal die Google Map Location in die Kommentare posten, Leute. Man könnte ja theoretisch schon Crewcast hören und dabei das herausfinden. Wenn man gerade nichts parallel zu tun hat. Nee, fand ich einfach krass. So ich, also ich denke, da wird irgendwo so ein Endbahnhof sein, wo die vielleicht noch irgendwie so einen alten Lokschuppen haben und da das irgendwie so ganz in der Peripherie von Deutschland liegt, ist da vielleicht nichts los und deswegen haben die sich gedacht, stellen wir es dahin. Ja. Meine Theorie, aber das ist genauso wie deine Herangehensweise heute. Bei welchem Thema war das noch so, wo du eigentlich keine Ahnung hattest, aber was gegen anwerfen wolltest? Wie groß Langstreckenflugzeuge genau, sind. Genau, ja. Das ist jetzt ähnlich. Ich weiß wusste es nur genau, nicht sicher. Ich meine, das mal gehört zu haben, dass es jetzt auch kleinere Flugzeuge gibt, die Langstrecke fliegen. Ich habe locker auch so richtig krasse Privatjets, halt, die richtig der ökonomische Vorteil davon ist halt, dass du keine Hubflüge mehr brauchst. Also du musst seltener, zum Beispiel, wir sind jetzt nach Taipei geflogen, ist auch eine große Stadt, aber trotzdem wäre es früher häufiger der Fall gewesen, dass so ein Flug nach Taipei dann so aussieht, dass du erst nach Dubai fliegst, dort umsteigst und dann nach Taipei halt weiterfliegst. Das ist ja auch eigentlich bei fast jedem Flug so. Es gibt nur eine Verbindung nach Deutschland. Und solche Verbindungen werden halt in Zukunft immer mehr und mehr auftreten, wenn du halt kleinere Flugzeuge hast, die trotzdem Langstrecke fliegen können. Das ist so der Hintergrund dahinter, den ich im Kopf hatte. Und was ist jetzt besser, diese Hubflüge? Also wenn die Frage ist, für wen das besser ist. Ja, für ökologisch gesehen. Was ist besser, wenn du umsteigst? Ökologisch oder ökonomisch? Ökologisch. Das weiß ich nicht. Was ich gerade meinte, ist wirtschaftlich gesehen ist es natürlich cool, wenn die Airlines ein besseres Produkt für dich anbieten können und ein Direktflug ist immer ein besseres Produkt. Ja. So, du nimmst lieber einen Direktflug als einen, wo du umsteigen musst. Genau, aber kann ja sein, dass man dadurch, dass man umsteigt, die Flugzeuge voller machen ich kann. Ich glaube, jetzt ganz graues Gewässer, so, da habe ich jetzt wirklich gar keine Ahnung, was ich rede, aber du kannst mir ja gerne sagen, ob deine Intuition mir zustimmt oder nicht. Aber ich würde immer sagen, ein Riesenflugzeug, in das eine Menge Leute reingehen, ist für die Umwelt besser als mehrere kleine Flugzeuge, wo weniger Leute reingehen. Aber ich weiß nicht, ob es da irgendwo in der Physik einen Tipping Point gibt, wo das dann nicht mehr wahr ist, diese Aussage. Warte, das ist jetzt auch für mich komplett Grauzone. Ich könnte mir auch vorstellen, dass dadurch, dass das Flugzeug viel länger fliegen muss, es auch einen viel größeren Tank hat und daher vielleicht am Anfang erstmal unnötig schwer ist, dementsprechend vielleicht ineffizienter ist. I don't know. Aber ich weiß nicht, wie man das jetzt ins Verhältnis genau setzt. Ja, aber vielleicht haben wir einen Flugexperten hier draußen. Fliegt man ja auch nicht die Optimalroute. Stimmt, das kommt auch noch dazu. Aber wir haben auch gesehen, dass wir nicht die Optimalroute. Die Frage, das Ding ist, ich habe mir nämlich auch noch darüber Gedanken gemacht. Warum sind wir so geflogen, wie wir geflogen sind? Weil wir hatten so bei uns im Flugzeug so eine Karte, wo man halt sehen konnte, wo man langfliegt. Und wir sind halt alles andere als die direkte gerade Linie geflogen. Ja. Und natürlich, jetzt erstmal, ich bin kein Volltrottel, ich weiß, dass eine flache Karte der Erde nicht unbedingt immer gerade Linien repräsentieren kann. Die Ansicht, die wir im Flugzeug hatten, war eine Globus-Ansicht. Also da war die Krümmung der Erde schon mit betrachtet. Und trotzdem war die Linie sehr abgedriftet, sage ich mal. Meine Theorie, warum das so gewesen ist, ist Wetterverhältnisse. Und damit meine ich nicht, dass auf der geraden Linie Unwetter war und man da nicht langfliegen konnte, sondern Windrichtungen. Ich glaube, dass es einer Airline extrem viel bringt, was Spritverbrauch angeht, mit Rückenwind zu fliegen. Und es häufig sicherlich sinnvoller ist, einen Umweg mit Rückenwind zu nehmen, als einen direkten Weg mit Gegenwind. Dass du quasi zwar länger unterwegs bist dann, aber am Ende des Tages weniger Sprit verbrauchst und die das deswegen machen. Ja, in meinem Erdkunde-Leistungskurs habe ich auch gelernt, dass es in der Luft Jetstreams gibt. Ja. Hast du vielleicht schon mal gehört, den Begriff? Das sind quasi so Zonen, in der ein sehr hohes Windaufkommen ist und die halt in eine Richtung immer strömen und wo halt die Flugzeuge immer gezielt reinfliegen, um halt eben diesen Vorteil zu haben.
dass sie halt weniger Sprit verbrauchen und es effizienter ist. Und natürlich weiß ich nicht, wo genau Jetstreams in der Luft sind. Aber es kann halt sein, dass genau dort, wo wir lang geflogen sind, auch ein Jetstream ist und es deswegen Sinn macht, da lang zu fliegen, um halt die bessere Effizienz zu haben. Ist relativ wahrscheinlich, dass das der Grund ist. Ja. Ja. Unser Grauzonenwissen mal wieder perfekt rausgeholt. Perfekt. Hat Erdkunde Leistungskurs nochmal was gebracht. Ich wusste auch, wo Rügen ist. Also. Sehr optimal. Sehr gut. Ob man dafür den Leistungskurs braucht, naja. Einfach nur besonders dumm, würde ich sagen. Ich wollte gerade sagen, ohne Leistungskurs hat es ja auch nicht bei dir gereicht. Nee, aber ich glaube, dass es bei den meisten Leuten ohne Leistungskurs gereicht hat, um zu wissen, wo Rügen ist. Ja. Ich bin dann ein besonders hoffnungsloser Fall einfach. David Glieder hat geschrieben, bezüglich der Amazon-Thematik, ein Kumpel von mir hat mal alle Teile seines Gaming-PC zurückgeschickt und wurde dann gesperrt. Der Account war aber nicht verloren, sondern er musste dann zu einem gewissen Betrag mit Amazon-Gutschein einkaufen und bekam dann den Account wieder. Das ist ja wie so digitales Lösegeld oder so. Ja, ich frage mich dann halt nur so, wie die Kommunikation abgelaufen ist, ob die dem so geschrieben haben. Also pass auf, Brudi, 150 Euro und dann hast du deinen Account wieder. So flüstern so, hey, ich habe da einen kleinen Tipp. Und 50 Euro auf dieses Privatkonto. Wir treffen uns um 15 Uhr an diesem Park und da ist die Übergabe. Aber ich habe auch nochmal Rückmeldungen bekommen. Wir haben nochmal Rückmeldungen auch bekommen von Abel zu der ganzen Amazon-Sache. Sein Kommentar hat ja letzte Woche die große Diskussion angeführt. Und zwar hat er noch geschrieben, ich würde meine damalige Rücksendequote auf Trommelwirbel 30-40% schätzen, wobei der Warenwert hierbei sicher auch entscheidend ist. Ich denke, dass man sich keine Sorgen machen sollte, wenn man ein gesundes Rückgabeverhältnis von 10-20% hat. Das grundlegende Problem war schlichtweg auch mein damaliges Kaufverhalten. Für mich war ein Artikel erst mit Ablauf der Rückgabefrist gekauft, nicht mit Bestellung, da ich ja stets die Option hatte, zurückzuschicken, was mir nicht gefällt. Ich muss aber sagen, dass dieses Verhalten definitiv auch von Amazon encouraged wurde. Das habe ich mir dann aber dem Verkäufer und der Umwelt zuliebe abgewöhnt. Ja, spannend, oder? Ich hätte es echt viel höher eingeschätzt. Also, dass man mit 30% schon seinen Account gesperrt bekommen kann. Ist heftig. Ist schon krass, aber gut, wie er auch gesagt hat, Warenwert, you don't know, was er da zurückgeschickt hat. Wenn du nur Klamotten zurückschickst, ist es vielleicht anders. Jede Woche eine neue Playsy. Immer, ich wechsle immer auf Monatsbasis zwischen Xbox und PlayStation, was halt gerade da ist. Und dann immer, wo ein neuer Titel kommt, eben wiederholen. Nee, keine Ahnung. Aber danke auf jeden Fall nochmal, Awe, dass du das so klargestellt hast. Und ich finde auch gut, dass er jetzt so gesagt hat, yo, aber war eigentlich ein Scheißverhalten von mir, mache ich jetzt heute nicht mehr so, weil es ist halt, ich meine, man kann es nicht immer vermeiden, was zurückzuschicken, manchmal passt etwas irgendwie wirklich nicht oder es ist deutlich schlechter als erwartet, so klar, dafür ist ja eben auch dieses Rücksenden da, aber ich glaube, häufig kauft man halt auch einfach und denkt sich so, egal. Wenn's egal. Nicht, ja, weißt du, man kann ja viele Sachen mit ein bisschen Aufwand auch checken. Ja. So, ob das zu einem passt oder nicht und dadurch halt etwas zurückzusenden halt auch relativ gering ausfallen lassen. Ja, oder keine Ahnung, vielleicht muss man auch nicht immer so Sachen zweimal bestellen, so in zwei Farben oder so und sich dann entscheiden. So, das kann man ja auch machen. Ich weiß nicht, welche. Das habe ich noch nie gemacht. Ja? Ne, ich habe mir noch nie zwei Farben von etwas bestellt, um einen wieder zurückzuschicken. Echt? Nee. Ich schon. Okay, Schande auf mein Haupt, ich stehe dazu. Leute, mich würde mal an der Stelle einfach interessieren, weil ich mache jetzt hier mal eine Abstimmung rein, die ich auch garantiert nicht vergesse. Ich habe sie mir gerade schon aufgeschrieben. Was für ein Rücksendeverhalten würdet ihr noch als akzeptabel empfinden? Das ist eine gute Frage. Was denkt ihr ist okay? Was findet ihr in Ordnung? Wie viel Prozent Rücksendungen würdet ihr vertreten können, so als Käufer quasi? Ja. Stimmt einfach mal ab in den Infokarten, das würde mich sehr interessieren. Sehr spannend, ja. Ja. So. Philipp Kuch hat noch einen Kommentar geschrieben. Und zwar hat er geschrieben, hey Crew, wie würdet ihr es finden, wenn zum Beispiel Samsung keine neuen Smartphones vorstellen würde, sondern nur noch neue Teile dafür? Man muss sich dann auf einer Webseite sein eigenes Handy zusammenbauen und kann selber bestimmen, was man unbedingt braucht und ob es dann zum Beispiel auch den besten Prozessor haben muss und so weiter. Also quasi wie so ein Autokonfigurator nur für Smartphones. Ja, also so wie ich es verstanden habe, meint er nicht so modulare Smartphones, wo man selber die Sachen rein- und rausleiten kann, weil das die Bullshit sind, mehr oder weniger. Das haben wir jetzt schmerzhaft rausfinden müssen, nachdem alle Projekte in die Richtung eingestampft wurden, wegen unlukrativ.
Aber halt so wie so ein Autokonfigurator. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man das lukrativ machen kann. Was, ein modulares Smartphone? Nein, so einen Konfigurator. Dass man halt auch wirklich sagen kann, hey, ich brauche nur den Snapdragon dies, das. Und hey, ich brauche nur eine Kamera, nicht drei. Na. Hey, ich brauche nur so und so viel Gigabyte RAM. Und hey, mein Akku muss nicht so groß sein. No one ever sagt das, aber egal. No one ever. Ich hätte gerne einen kleinen Akku. Nein, aber du weißt, so dünn sein wie möglich, bitte. Dass man das halt so konfigurieren kann. Hey, ich will vielleicht noch Micro-USB. Ja. Who knows? Ja, das Ding ist, was ich mich halt echt frage, ist das notwendig? Weil ein paar Leute haben auch drunter dann geschrieben auf seinen Kommentar so, yo, fände ich voll geil, es gibt auf dem ganzen Markt nicht das Handy, was ich haben will. Und da frage ich mich so, but really? Ist das so? Weil ich habe das Gefühl, dass es auf dem Markt ein Handy für jeden gibt. So, es gibt sehr viele, also erstmal prinzipiell von allen Komponenten, wenn du alles immer auf einem Level hältst, gibt es zu jeder Preisstufe irgendwie interessante Geräte. Aber ich habe auch das Gefühl, dass es Geräte gibt, bei denen dann ein Aspekt richtig überdimensional über ihrer Preiskategorie liegt. Wie zum Beispiel beim Moto G7 Power, ein super günstiges Gerät, das aber einen riesen Akku hat. Oder beim Pixel 3a, ein eher mittelklasse bepreistes Gerät, das aber eine Top-Kamera hat. Und so weiter und so fort. Und dann ist halt die Frage, die ich mir stelle, was würden sich die Leute denn konfigurieren, was der Markt bisher noch nicht hergibt? Und ist es dann sinnvoll, das zu machen, aus dem Aspekt vielleicht auch, dass du halt Software viel besser optimieren kannst, wenn du halt nur dieses eine, dich auf dieses eine Gerät konzentrieren kannst oder halt auf deine Flotte an Geräten. Kann ja, wie bei Samsung, auch gerne mal unübersichtlich werden, wenn man viele Geräte im Angebot hat. Aber nichtsdestotrotz kann ich mir vorstellen, dass da noch ein kleiner Vorteil existiert. Also ich denke, für die Software ist es auf jeden Fall ein Nachteil. Gar keine Frage, weil das wird definitiv schwieriger, wenn es ganz viele chaosmäßige Konfigurationen gibt, da die Software gut zu optimieren. Und auch allein bei einer Kamera, dann gibt es verschiedene Konfigurationen aus Kameras und das Mainboard muss es immer erkennen, was da genau für eine Kamera ist und so weiter. Also ich stelle mir das schon sehr schwierig vor. Aber ich meine, im Automarkt ist es ja auch eine Sache, die funktioniert. Und die auch profitabel funktioniert, sonst würden die es ja nicht machen. Aber ja, keine Ahnung. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es so, das könnte es auch alles einfach teurer machen. Insgesamt einfach alles. Ja. Weil dadurch, dass es halt so komplex wird, muss man diese Komplexität ja auch bezahlen. Ja. Und deswegen denke ich, dass es eigentlich sinnvoller ist, so wie es jetzt gerade ist. Weil wie du auch sagst, es gibt eigentlich aktuell fast für jeden Potten, wie sagt man, für jeden Topfendeckel. So. Ja, gut, ich würde sagen, wir schließen mal noch ab mit einem sehr schönen Kommentar von A. Stelvio, beziehungsweise einer sehr schönen Real-Life-Story von ihm. Ja. Er hat geschrieben, in einem Dorf in meinem Landkreis Dachau wurde auf dem Dach der Freiwilligen Feuerwehr ein komplett neuer 4G-Sendemast installiert. Es gab viele Bürgerbeschwerden wegen der Strahlung. Viele Bürger haben sich plötzlich krank gefühlt. Ärzte haben das auch untersucht und so weiter. Und jetzt kommt der Witz. Der 4G-Sendemast war noch gar nicht aktiv, weil die Stromleitung durchs Haus noch nicht gelegt wurde. Genau. Ja, so ungefähr hat sich das angefühlt, so ja, mit der Bürgerinitiative. Den hatte ich auch gelesen, dachte mir so, alles klar. Ja, wollte ich einfach mal hier noch vorgetragen haben. Aber ja. Das ist der Placebo-Effekt umgekehrt. Genau. Ja, also, du denkst, du hast etwas, aber du hast es gar nicht. Ja, du denkst, da ist eine Störquelle. Ja. Aber gut, ne? Gibt manche Leute, die da halt sehr sensibel sind und dann reicht schon der Gedanke, dass da was sein könnte, dass die sich abfacken. Na, vielleicht hatten die ja auch wirklich was, die haben halt nur gedacht, dass die Ursache anders ist. Ja. Da aber ging gerade die Grippe rum und die alle so, oh, der Sendemast ist schuld. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Ja, kann sein. Aber gut, ja, ich würde sagen, das war's mit diesem Crewcast. Danke fürs Zuhören, Leute. Sehr entspannt. Wir hören uns vielleicht nächste Woche direkt wieder. Vielleicht dauert es ein bisschen länger. Wir wissen es ehrlich gesagt gerade noch nicht so genau. Lasst es einfach auf euch zukommen. Wir machen das Ganze spannend, Leute. Drauf. Wir hören uns auf jeden Fall wieder. Wir sehen uns auch auf jeden Fall wieder. Nächsten Sonntag ist oder etwas später, das wird sich zeigen. Fühlt sich schon komisch an, wieder zurück in diesen wilden Westen der freien Crewcast-Terminierungen. Früher haben wir es ja wirklich immer so gemacht. Nur dann, wenn halt ein Thema anstand, haben wir auch einen Crewcast gemacht. Und es war dann nach mir mal so, auch mal in 2 Wochen Abstand. Ja, ich glaube, das Maximalste, was wir hatten, waren echt 3 Wochen oder so. Ja.
Ja, aber ich finde, es ist eine gute Sache. Ich würde gerne den Crewcast häufiger machen, aber es ist, glaube ich, mal einfach ein Experiment, was man mal wieder machen kann und was uns auch persönlich weiterbringt. So. Ja, und ich glaube, dann haben wir auch vielleicht das nächste Mal mehr Themen in der Episode, die gerade so richtig. Genau, vielleicht werden die Crewcasts dann auch einfach länger, dass wenn wir dann reden, dass es dann oder drei Stunden geht. Was ist unser Crewcast-Rekord? Ich weiß nicht, haben wir schon mal 3 Stunden geknackt? Ja, haben wir schon mal geknackt. Haben wir schon mal geknackt. 4 Stunden, we are coming for you. Ach, irgendwann tut dir dein Arsch dann auch weh und dann willst du einfach nur noch aufstehen. Okay. In diesem Sinne, mit diesen schönen Worten. Nein, so können wir nicht enden. Leute. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Wake up, honey, I made you breakfast. Fresh coffee and bagels too. A new day is waiting for us. We got lots of fun stuff to do. Let's go to the zoo and feed the monkeys. I can lend them your baseball cap. Let's make the day a bear and our fun. Growing up is just a trap. Don't it seem like a drag? Like putting all of your joy. Growing up is just a big fat trap. I take pride in never working a day. Can't see the use of it anyway. Who can think I'm such a lord of crap? Growing up is just a trap.